Namaste. Wir befinden uns heute auf der vierten Wegstrecke unserer Reise durch die Chakras hindurch. Auf dieser vierten Wegstrecke beginnt uns der Median, also der mittlere Punkt der Chakras. Es wird im Sanskrit als Anahata bezeichnet und im Deutschen kennen wir es als Herzchakra. Es ist deswegen der Median dieser Reise, da unterhalb dieses Chakras schon drei Chakras fokussiert sind, die wir in diesen letzten vergangenen Praxen erfahren konnten. Und drei Chakras sind auch noch über den Herzen, die uns auf der weiteren Wegstrecke noch begegnen werden. Und Anahata, das Herzchakra, ist sozusagen der Median, also der Mittelpunkt zwischen den drei unteren und drei oberen Chakras. Ich habe diese Yoga-Klasse für dich heute als eine Abendstunde praktiziert und konzipiert. Du kannst sie aber auch gerne tagsüber oder morgens erfahren für dich und einfach so ein bisschen mehr Beweglichkeit oder Dynamik oder einen tieferen, energetischeren Atemfluss integrieren in diese Praxis. Anahata wird übersetzt im Deutschen oft als der reine Klang oder der unangeschlagene Klang, also der unbeschädigte Klang. Und da können wir uns sicherlich eine Art Klangschale vorstellen und sie würde ihren Klang, ihren Ton verändern, wenn sie beschädigt wäre, also wenn sie einen Riss oder Sprung hätte. Und Anahata meint eben dieses unbeschädigte Gefäß, das den reinen Klang erzeugt. Und wenn wir dem reinen Klang des Herzens lauschen, dann sind das vielleicht bestimmte Intentionen oder Eigenschaften, die wir mit dem Herzraum verbinden. So etwas wie Zuneigung, Anerkennung, Liebe oder eben das, was du auch selbst mit dem Chakra, mit dem Herzraum verknüpfst. Das Element ist Luft. Und wir versuchen über die Yoga-Praxis dem Herzen Raum zu schenken, es atmen zu lassen und dem gesamten Brustkorb weiter zu schenken. Wenn du soweit bist für diese Yogastunde, dann brauchst du ein Hilfsmittel noch, das wir noch vorbereiten. Das ist eine gerollte Decke. Ich habe das hier schon vorbereitet, also einfach eine Decke genommen, die gerollt. Und wenn du das hast, dir bereitgelegt hast, dann leg die Deckenrolle bitte quer auf deine Unterlage. Und wir legen uns jetzt über diese Deckenrolle drüber. Ungefähr so, dass du mit dem unteren Teil der Schulterblätter auf dieser Rolle ankommst. Da kann es passieren, dass sich das ungewohnt anfühlt, denn das ist nicht wirklich oft im Alltag, dass wir so in eine Rückbeuge im oberen Rücken gehen. Du kannst das gerne nochmal nachjustieren, also wenn du das Gefühl hast, die Decke ist viel zu dick, dann entrolle sie etwas. Manchmal ist auch das Gefühl, dass der Kopf höher möchte, damit er nicht so in den Nacken kippt nach hinten, dann leg den Kopf höher auf eine Unterlage. Wenn es für dich angenehm ist, dann kuschel dich über diese Rolle, du kannst die Arme ausbreiten. Manche mögen eine Kaktushaltung oder die Arme zur Seite strecken oder vielleicht die Rolle ein Stück nach vorn Richtung Körper schieben mit den Armen. Je nachdem. Spür auch für dich, ob du die Füße aufstellen möchtest oder ablegen möchtest. Das ist oft ein kleiner Unterschied im Raum des unteren Rückens. Und wenn es für dich jetzt im Moment so passt, dann kannst du gern die Augen schließen und einen Weg gehen, der von außen nach innen kommt und vom Denken zum Fühlen. Spür also nach innen zu dir selbst, in diese Haltung, in dein Körpergefühl. Bekomm ein Gespür dafür, ob du dich wohlfühlst, ob es angenehm ist. Und wenn nicht, dann justier nochmal nach. Und wenn du das Gefühl hast, es passt, dann lass dich weicher über diese Unterlage hinwegfließen. Stell dir vor, du entspannst und begreifst diese Rolle unter dir nicht als einen Widerstand oder etwas Ungewohntes, sondern als ein Werkzeug, das dir eine Unterstützung bietet für diese Praxis. Schmelz über diese Rolle.
wenn sich der Körper anpasst mit seinem Gewebe, mit den Muskeln, mit dem Bindegewebe, mit den Gelenken der Wirbelsäule, während das peu à peu bequemer wird, kannst du die Atmung vertiefen. Dann lenkst sie gefühlt in den Raum des Brustkorbs. Es ist ein ganz besonderer Raum des Körpers. Hier sind die lebenswichtigen Organe des Körpers integriert, also das Herz und die Lungen. Und diese beiden Organe sind so wichtig, dass sie einen besonderen Schutz durch die Rippen erfahren. Und die Rippen diese Organe umarmen und einen physischen Schutz bedeuten. Dein Herz wird von den Rippen umarmt. Es ist eingebettet zwischen den Lungenflügeln. Und hier ist etwas sehr Interessantes, denn immer wenn du einatmest in den Brustkorb, dann weiten sich die Lungen, die dehnen sich aus und der Brustkorb weitet sich und fächert sich auf. Und wenn die Lungen sich ausdehnen, dann spiegeln sie sich um den Raum des Herzens. Und wenn du ausatmest und die Lungen sich zurückziehen und der Brustkorb zurückzieht, dann ist es symbolisch so, dass dein Herz Raum bekommt und sich in ein Gefühl der Weite entspannen kann. Mit dem Einatmen wird dein Herz umarmt von den Lungen, die sich ausdehnen. Es wird sanft massiert. Mit dem Ausatmen, wenn die Lungen zurückfließen, bekommt dein Herz Raum, sich zu entspannen. Raum und Weite. Lass dein Herz atmen. Beginn die Atmung zu vertiefen und zu verfeinern. Und dann atme beim nächsten Mal besonders tief durch die Nase ein und tief wieder aus. Und ein zweites Mal. Dann lass die Atmung wieder fließen und roll dich ganz in Ruhe zur Seite oder heb dich kurz hoch, sodass du die Unterlage unter dir zur Seite nehmen kannst. Und dann komm wieder zurück, leg dich noch einmal auf dem Rücken ab und beobachte, wie fühlt sich jetzt dieser Kontakt zur Erde an? Wo sind da die Auflageflächen? Und wie fühlt sich die Vorderseite deines Körpers an? Was ist das für ein Gefühl im Raum des Brustkorbs? Ein Gefühl der Weite des Herzens, der Weite der Atmung. Beobachte, wie es dahin fließt, in diesen Raum des Brustkorbs und wie dein Raum des Herzens atmet. Stell einen Fuß nach dem anderen auf. Leg die Arme zu dir zur Seite ab auf deine Unterlage. Positioniere die Füße angenehm vor dem Becken mit einem guten Abstand zwischen Gesäß und Fersen, aber auch einen guten Abstand zwischen den Füßen selbst. Und dann roll dein Becken bitte ein, sodass der untere Rücken zur Erde kommt. Und heb dann dein Becken nach oben. Roll den Rücken Wirbel für Wirbel nach oben hoch. Bis in den Schulterbereich. Heb dich nach oben hoch und komm dann wieder zurück, leg dich lang zurück und zieh dein Gesäß Richtung Fersen. Einatmend hebst du den Rücken nach oben, nimm auch die Arme mit einem Bogen nach hinten, leg sie hinter dir ab. Ausatmend komm wieder zurück, bring die Arme nach vorn und roll den Rücken Wirbel für Wirbel zur Erde, bis dein Becken ankommt. Und dann mach das im eigenen Fluss des Atmens weiter. Und dann
Nimm die Verbindung wahr zwischen Atmen und Bewegen. Und lass diese Verbindung, dass sie harmonisch werden. Die Atmung und die Bewegung fühlen sich harmonisch an, sodass es im Moment nicht nur sich gut anfühlt, gut tut, sondern du auch Raum hast. Raum für die Bewegung, Raum für die Atmung. Und mit dieser Intention durch diese Praxis hindurchgehst, dass dein Herz dich leitet, dass es dich einlädt, dich wohlzufühlen mit all den Dingen, die auf dich warten in dieser Yogastunde. Dass da immer ein Weg der Liebe zu dir selbst, ein Weg des Respektes entstehen, zu den Möglichkeiten, die du heute im Moment hast. Und ich bitte dich, diese Runde noch einmal zu beginnen, mit dem nächsten Einatmen dich zu heben, die Arme nach hinten zu führen und mit dem Ausatmen dein Becken oben zu lassen und nur die Arme zurückzubringen nach vorn. Komm in die Schulterbrücke und die kannst du für dich, so wie du das gewohnt bist, positionieren. Die Füße gut aufrichten und aufstellen, drückst in den Boden, dann erleichterst du es dem Becken mit dem Auftrieb nach oben. Du kannst die Arme anwinkeln, dann sind die Oberarme noch im Boden. Die Oberarme in den Boden drücken, das hebt den Raum des Herzens an oder du legst die Arme lang ab und verschränkst vielleicht die Finger. Dann zieh die Schultern unter dem Rücken zueinander. Zieh die Schulterblätter zusammen, sodass sie sich annähern an der Wirbelsäule. Und das ist eine sehr, sehr schöne Haltung, mal kurz den Blick zurückzubringen auf die vergangenen Yogastunden und die Chakras, die wir bisher durchschritten. Wir begannen diese Stunde, diese Chakra-Reise mit Muladhara, mit dem Wurzelchakra. Das war die Option, anzukommen bei dir selbst, gelöst von der Welt und ihren Einflüssen, aber auch den Boden zu spüren. Und das kannst du hier tun, den Boden wahrnehmen, die Füße, die ihn berühren, drück sie nach unten. Spür auch den Schulterbereich, wie den Rücken, mit dem Rücken den unteren Grund unter dir berührt. Auch den Hinterkopf, wie er sanft am Boden auflegt. Und je mehr Kraft du mit den Schultern und den Füßen in den Boden bringst, desto leichter fällt es dir, dich aufzurichten nach oben. Das zweite Chakra war Svadhisthana, da ging es um die Lebendigkeit. Das Element war nicht die Erde, das Element war dann das Wasser. Wasser fließt, Wasser ist dynamisch. Und das lädt dich an, hier nicht auszuhalten, nicht zu verharren, sondern immer wieder auch anzupassen und zu verändern. Das dritte Chakra war das Chakra der Kraft und Energie, Manipura. Es braucht hier die Kraft, es braucht die Kraft der Rückseite, es braucht die Kraft zum Boden, um diese Brücke aufzuspannen. Und diese Brücke spannt sich über die gesamte Energie deiner Rückseite. Und heute beginnt in uns Anahata, das Herzchakra. Und hier bekommt es Weite. Die Vorderseite weitet sich und streckt sich. Du kannst dir vorstellen, dass du den Raum deines Herzens nach oben hebst. Heb ihn aus der Rückseite. Saug die Schulterblätter noch einmal in den Rücken und trag von dort über die Rückseite den Herzraum nach oben in die Welt. Und lass den Raum des Herzens atmen. Wenn du hier bleiben möchtest, dann bleib. Wenn du etwas mehr magst, dann drück den linken Fuß in den Boden und heb das rechte Bein einen Moment hoch und streck dich in die Welt. Atme nach oben und komm wieder zurück. Und die andere Seite, rechter Fuß nach unten drücken, links nach oben heben und wieder zurückkommen. Und dann lass uns auflösen. Bring die Arme wieder in die Ränder zurück. Zieh die Schultern nach außen. Leg den Schultergürtel breit zur Erde und roll dich dann ganz in Ruhe zurück nach unten. Und wenn du landest, dann spür nach. Spür die Kraft der Rückseite, die sich langsam wieder löst. Die Muskulatur, wie sie Spannung abgibt. Spür die Vorderseite mit ihrer Weite und ihrem Raum. Dein Herz, wie es jetzt pulsiert. Und da kannst du gerne ein oder zwei Hände auf dein Herz legen. Dich einmal diesen Puls des Lebens in dir spüren. Lass auch die Atmung in diesen Kontakt der Hände zu dir und deinem Herzen fließen.
dann bitte ich dich, deine Knie heranzuführen zu Apanasana, deine Knie zu umarmen, kleine Bewegungen zu genießen, die jetzt gut sind. Und Apanasa auch nicht nur als eine Technik zu erfahren, nicht eine Technik, eine Haltung, die den Rücken entspannt, den du massieren kannst, sondern auch die Qualität von Apanasana zu spüren, und das ist eben die Umarmung. Du umarmst dich in diesem Moment. Und dieses Gefühl, umarmt zu sein von dir selbst, das ist ein ganz wesentliches Element, das uns durch diese Stunde tragen darf. Eine Umarmung, die du dir schenkst. Und so komm aus dieser Umarmung auf deinem Weg nach oben zum Vierfüßler. Und wenn du dann hier bist, dann schenk dir Bewegungen, die für dich im Augenblick gut sind. Das, was du magst und brauchst. Und dann kommt peu à peu in eine Bewegungsreise zu Katzenbuckel und Pferderücken. Mit dem Ausatmen in den Katzenbuckel, das Becken einrollen, Bauchnabel heben, Kopf einrollen. Einatmen der Pferderücken, das Becken nach vorn kippen, die Wirbelsäule eintauchen lassen. Und am Ende den Raum des Herzens nach vorne heben. Zwei, drei Runden. Wenn du ankommst, dann bitte neutral lang im Rücken. Jetzt streck den rechten Arm weit nach vorn, bring die Hand auf die Unterlage, die linke Hand unter deine Stirn, sodass du dich auf ihr ablegen kannst. Und lass dich einen Augenblick in diese Verbeugung hineinschmelzen. Und das ist wirklich eine Verbeugung vor der Erde, die uns diese Yoga-Praxis ermöglicht. Und diese Verbeugung ist auch eine Einladung, dem Raum des Herzens die Möglichkeit zu geben, auch Richtung Erde zu schmelzen. Nutzt dafür jede Ausatmung, um Richtung Erde einzutauchen. Und dann kommt wieder zurück in den Vierfüßler. Und den Seitwechsel. Linke Hand weit nach vorn, rechte Hand unter die Stirn, sodass du dich auf ihr ablegen kannst. Ermöglich auch hier diese Seite, dass sie sich streckt. Und erfahre diese Asana ist eine Verbeugung, eine Verneigung zur Erde. Und wenn dann die Ausatmung entsteht, dann lass den Raum deines Herzens Richtung Erde sinken. Und komm dann wieder zurück in den Vierfüßler. Noch einmal in die Bewegungen, die dir gut tun, mit denen du dich hier verwöhnen magst. Und dann komm mit diesen Bewegungen bitte nach oben in den ersten abwärts schauenden Hund. Auch hier räkeln, verwöhnen, bewegen. Lass uns diese Haltung im Moment die Ruhe bringen in eine Form, in eine äußere Struktur. Drück dafür die Hände in den Boden, schieb den Boden nach unten, wachs mit dem Becken nach oben und senk die Außenseiten der Fersen etwas tiefer. Jetzt darf die Atmung in den Rückenraum fließen. Und wenn du ihn atmest, dann fächer ihn einatmend auf, mach ihn weit. Und ausatmend stell dir vor, dass du von der Rückseite her den Raum deines Herzens Richtung Erde sinken lässt. Oder dein Brustbein Richtung Erde sinken kann. Zwischen den Armen hindurch nach unten. Mit dem Einatmen schwing dich bitte vor an den hohen Liegestütz. Ausatmend bring die Knie zum Boden. Dann leg den Raum deines Herzens und dein Brustbein vor dir zur Erde ab. Und dann dein Beckenraum.
Dann roll dein Becken ein, reikel dich nach vorn hoch in die erste Rückenbeuge. Und wenn du hier ankommst, dann mach bitte noch Folgendes, zieh die Hände Richtung Füße. Das gibt einen kleinen Schub nach vorn und diesen Schub nutzt du, rollst die Schultern zurück und trägst dein Herz nach vorn hoch. Atme beim nächsten Mal aus und komm zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen in den Katzenbuckel nach unten, den Pferderücken. Heb dein Herz nach vorn in die Welt. Ausatmen, lass es Richtung Erde in das Kind hineinsinken. Einatmen, komm wieder nach oben in Katze und Pferd. Ausatmen zum abwärts schauenden Hund. Ganz lang strecken, Becken heben, den Raum des Herzens Richtung Erde sinken lassen. Einatmen, komm vor in den hohen Liegestütz. Ausatmen in die Bauchlage, Knie, Brustbein, Becken absetzen. Einatmen, Schultern zurückrollen, zieh die Hände Richtung Füße. Schieb dich nach vorn hoch. Ausatmen, komm wieder zurück in den Hund. Einatmen, mit den Füßen nach vorn Richtung Hände laufen. Ausatmen, eine ganz weiche, sanfte Verbeugung eintauchen. Einatmen, komm in die halbe Vorbeuge nach vorn, mach den Rücken lang, die Knie gerne etwas gebeugt. Ausatmen, mit einem weichen Gefühl des Herzens nach unten schmelzen. Einatmen, kommst du über die Hocke nach oben, streck dich in die Welt nach oben. Ausatmen, bring die Hände zum Raum des Herzens zurück. Einatmen, Knie etwas beugen, über vorn nach oben in die Welt wachsen. Vielleicht die Arme neben oder hinter die Ohren. Ausatmen, in eine Vorbeuge eintauchen. Und wenn du hier ankommst, dann verschränk die Hände hinter dem Rücken. Mach eine Faust. Winkel die Ellenbogen etwas, zieh sie etwas nach außen. Jetzt hieb deine Arme nach oben hoch Richtung Himmel und streck sie nach oben. Schieb die Faust hoch, zieh die Schultern hoch. Schieb die Schulterblätter zueinander und entspann den Oberkörper nach unten. Dann stell dir vor, dass die Arme nach oben oder über dem Kopf in den Raum nach vorn fließen. Atme, den Nacken ganz locker. Einatmen, schwing die Arme zurück und die halbe Vorbeuge. Zieh die Schultern hoch, Schulterblätter zueinander. Ausatmen, weich nach unten entspannen. Einatmend, rechter Fuß weit nach hinten setzen. Ausatmen, linker Fuß nach hinten zum Hund. Einatmen in den Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Einatmen, komm wieder nach oben in den Katzenbuckel und den Pferderücken. Ausatmen zum abwärts schauenden Hund. Einatmen in den Liegestütz. Ausatmen in die Bauchlage mit Knien, Brustbein und Becken. Einatmen, die Hände schieben nach hinten, Schultern rollen zurück, heb dich nach vorn hoch. Ausatmen, komm zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, mit den Füßen nach vorn laufen. Ausatmen, eine weiche Vorbeuge. Einatmen, die halbe Vorbeuge, den Raum deines Herzens nach vorn heben. Ausatmen, mit ihm weich und sanft in die Vorbeuge zurück. Einatmen, nach oben aufrichten, in die Welt wachsen. Ausatmen, die Hände zum Raum des Herzens führen. Einatmen, Knie etwas beugen, über vorn nach oben in die Welt strecken. Ausatmen, in die Verbeugung nach unten eintauchen. Wenn du hier ankommst, dann ist die Atmung fließen, verschränk die Hände ein neues Mal hinter dem Rücken. Du kannst gerne eine andere Variante machen, also die Finger anders verschränken, so wie es sonst nicht entsteht. Die Ellenbogen etwas beugen. Hier dann die Faust nach oben, schieb sie in die Welt, streck die Arme, zieh die Schultern hoch und lass den Oberkörper umso weicher nach unten sinken. Stell dir vor, die Arme fließen nach oben oder über dem Kopf nach vorne in den Raum vor dir. Einatmen, wieder zurückschwingen in die halbe Vorbeuge. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge hineintauchen. Und das ist nicht nur eine Vorbeuge, das ist auch eine Verneigung vor dir selbst. Du verneigst dich im Augenblick vor dir selbst. Wenn man die nächste Einatmung kommt, dann schwing den linken Fuß nach hinten, senk dein Becken tiefer, heb den Blick nach vorn, heb den Raum des Herzens an. Ausatmen, komm rechts nach hinten zum Hund. Einatmen in den Katzenbuckel, den Pferderücken, den Raum des Herzens heben. Ausatmen mit ihm Richtung Erde, eintauchen zum Kind. Einatmen, wieder aufrichten, Katze und Pferd. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen in den Liegestütz, ausatmen in die Bauchlage mit Knien, Brustbein und Becken.
Einatmen, man die Hände schieben nach hinten, Schultern rollen zurück. Der Raum des Herzens schwebt zwischen den Schultern nach oben hoch. Ausatmend wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Auch hier denn dein Herz etwas tiefer Richtung Erde schmelzen lassen. Mit dem nächsten Einatmen hebst du dein rechtes Bein. Ausatmen, führst du den Fuß nach vorne. Wir gehen in eine Drehhaltung. Orientier dich dafür angenehm, dass es in der Schrittstellung passend ist. Versetz den rechten Fuß eine Fußbreite nach rechts, die linke Hand gut unter die Schulter, die rechte Hand auf dein rechtes Knie. Zieh die Füße sanft aufeinander zu, sodass etwas Kraft entsteht in den Beinen. Zieh diese Muskulatur Energie hoch Richtung Becken, schließ den Beckenboden. Jetzt drück die rechte Hand auf dein Knie und schraub dich nach rechts hoch. Schwing den rechten Arm nach vorn, mach einen großen Bogen nach oben und jetzt bring die Hand nach hinten an dein Kreuzbein. Und dann komm hier erstmal an am Kreuzbeinbereich. Das ist ein Fixpunkt mit der Hand hinter dir. Da kannst du die obere Schulter nach hinten anlehnen. Dich weiter drehen im Oberkörper. Nimm den Bauchnabel mit nach rechts hoch. Jetzt schau nochmal nach unten zur linken Hand und versetz sie ein Stück nach außen, vielleicht sogar von deiner Unterlage nach außen weg. Dreh dich wieder nach rechts auf und lehn dich jetzt nach hinten an mit dem Schultergürtel in den Raum hinter dir. Bring die rechte Hand an den Hinterkopf. Stell dir ein Kissen vor, das deine Hand ist und du lehnst den Kopf in dieses Handkissen nach hinten. Gehst also in eine weitere Rückbeuge. Und jetzt bitte vom Raum des Herzens aus den rechten Arm nach oben wachsen lassen. Einatmen in den Brustkorb, ausatmen von dort in die Welt strecken. Und dann schau, wo es für dich angenehm ist. Ist das mit Ruhe, mit Lebendigkeit? Wie weit drehst du dich? Wie weit lehnst du dich heute zurück nach hinten? Wo magst du sein? Komm da an. Wo bist du? Den nächsten Einatmen noch einmal in die Welt strecken und ausatmen wieder zurückkommen in den Hund. Einatmen in den Liegestütz, ausatmen zur Bauchlage. Einatmen in die nächste Rückbeuge, ausatmen zurück in den Hund. Einatmen dein linkes Bein nach oben, ausatmen den Fuß nach vorn. Okay, dann bitte dich erstmal sortieren. Die rechte Hand unter die Schulter bitte und die linke Hand auf dein Knie. Bevor wir drehen, schließt du den Beckenboden, linker Fuß einen Fußbreit nach außen und jetzt drückst du die linke Hand auf dein Knie, drehst dich nach links auf. Zieh den Bauchnabel nach links hoch. Und jetzt bring den linken Arm mit einem Bogen über vorn hoch und nach hinten an das Kreuzbein. Lass die obere Schulter zurück nach hinten fließen. Jetzt bring den Blick nach unten, versetz die rechte Hand ein bisschen weiter nach außen. Je nachdem, wie weit du dich jetzt nach hinten anlehnen möchtest, schraub dich wieder nach links auf und bring die Hand an den Hinterkopf. Denk dir da an Kissen, gegen das du dich anlehnst, mit dem Hinterhaupt, mit dem Schultergürtel. Beobachte, wo du bist, wie weit du dich anlehnen möchtest, wo du dich wohlfühlst in dieser Haltung. Und wenn du das alles eingerichtet hast, dann streck den linken Arm nach oben und lass ihn aus dem Raum des Herzens herauswachsen. Das ist die Mitte zwischen den Armen. Ja, vom Raum des Herzens schiebst du einen Arm nach unten, eine Hand in den Boden, die andere nach oben in die Welt. Und zwischen oben und unten, zwischen Himmel und Erde, da ist im Moment dein Herz. Lass es atmen. Und spür nach, veränder nochmal, komm noch wohliger an und dann löse bitte wieder auf. Zurück in den Hund. Einatmen in den Katzenbuckel, den Pferderücken, ausatmen zum Kind. Einatmen, komm nach oben in den Katzenbuckel und Pferderücken,
ausatmend in den abwärts schauenden Hund. Einatmend in den hohen Liegestütz, ausatmend in die Bauchlage. Und wenn du hier angekommen bist, dann leg die Füße lang ab, drück sie mit den Fußrücken in den Boden, mit dem kleinen Zeh in den Boden. Stell dir vor, du hebst die Innenseite der Oberschenkel etwas an, dann roll dein Becken etwas nach innen, einwärts, schieb dein Steißbein Richtung Boden, schließ den Beckenboden. Und jetzt bring die Hände nach hinten, verschränk sie zu einer Faust. Die Ellenbogen etwas gebeugt. Jetzt heb dich sanft nach oben an. Und wenn du das gemacht hast, dann zieh die Schultern zurück und schieb die Faust nach hinten Richtung Füße. Mach die Arme lang. Schultern ziehen zurück, Schulterblätter schieben zusammen. Und der Raum des Herzens wird weit. Atme ihn nach vorn hoch. Mit dem Ausatmen komm etwas tiefer Richtung Erde zurück. Mit dem Einatmen heb dich nach oben, schieb die Faust nach hinten. Mach das im Fluss weiter. Wenn du magst, du kannst auch die Beine mitheben, wenn du einatmest, und dich ganz lang strecken zwischen Zehen und Scheitel. Noch zwei, dreimal bitte. Und wenn du dann wieder angekommen bist, dann bring die Hände unter deine Stirn und entspann dich einen Augenblick in diese Bauchlage. Dann nimm ihn wieder wahr, den Puls deines Herzens, den Puls des Lebens in dir. Und wir kommen in die Sphinx. Bring dazu die Unterarme vor dir zur Erde und heb dich nach oben hoch mit dem Oberkörper. Die Sphinx ist eine sehr sanfte Form einer Rückbeuge. Du kannst aber gleichwohl deine Intensität natürlich steuern. Also wenn du es intensiver magst, dann dich zwischen den Schultern mit dem Brustkorb hochheben. Und wenn du es sanfter magst, wenn der untere Rücken beispielsweise mehr Raum haben möchte, dann wander mit den Händen ein wenig nach vorn. Dann sinkst du automatisch etwas tiefer Richtung Erde. Du kannst es ja fast stufenlos für dich steuern. Und wenn du dich wohlfühlst, dort wo du bist, da bist du richtig, dann verweil dort die nächsten Momente. Es gibt einen kleinen Schub mit den Armen, mit den Unterarmen Richtung Becken, nach hinten zu dir. Ja, als würdest du die Unterarme zu dir heranziehen wollen. Und das gibt dem Herzen etwas Auftrieb nach vorne hoch. Und dann löse bitte wieder auf, mach ein zweites Mal das Handkissen für die Stirn und leg dich darauf ab. Jetzt beginne mit dem Becken ganz locker und leicht zu schütteln. Ganz locker, einfach Becken schütteln. Und wenn du es ausgeschüttelt hast, es belebt ist, dann halte wieder inne und stütz die Hände neben dir, neben den seitlichen Rippenbögen auf der Erde auf. Becken bleibt eingerollt, Schultern fließen zurück. Hände schieben sanft nach hinten Richtung Füße. Im Einatmen fühl den Auftrieb nach vorn hoch. Kobra oder aufwärts schauender Hund. Wenn du hier oben bist, dann schwebt mit dem Brustkorb noch höher aus den Schultern heraus. Ausatmend komm wieder zurück in den nach unten gerichteten Hund. Einatmend das rechte Bein nach oben heben. Ausatmend schwing den Fuß vor. Und jetzt bring dein linkes Knie bitte zur Erde. Und wenn du das Gefühl hast, dass es gepolsterter sein dürfte, damit es sich wohler fühlt, dein Knie,
dann leg dir die Rolle, die wir am Anfang hatten, einfach unter das Knie. Also mach es für dich wohlig. Gut. Jetzt stütze dich bitte mit den Händen auf deinen Oberschenkel auf und richte dich mit dem Oberkörper hoch. Hintere Fuß aufstellen oder ablegen. Schau mal, was für dein Knie besser sich anfühlt. Nutz die beste Variante. Und wenn du das nächste Mal ausatmest, dann beug dein vorderes Knie und sink mit dem Becken etwas tiefer Richtung Erde. Einatmen, schieb dich ein wenig zurück nach hinten. Mach das für dich weiter in dieser Harmonie der Atmung und Bewegung. Schau, wie tief dein Becken eintauchen kann, wie die Muskulatur sich dehnt am linken Oberschenkel. Und noch einmal bitte. Und dann komm wieder etwas zurück, sodass du nicht ganz eingetaucht bist, da wo es für dich jetzt passt und du für die nächsten Momente bleiben magst. Gut, dann erde die Füße. Finde etwas Halt in den Beinen, sodass du ein gutes Fundament hast. Dann bring die Hände an deine Hüfte. Bitte dich, das Becken etwas zurückzuschieben nach hinten, ein Hohlkreuz zu machen. Dein Becken ein wenig einzurollen. Dann wird der untere Rücken lang. Lass ihn lang und führe dein Becken wieder nach vorn. Der Beckenboden schließt sich. Und jetzt beginn von diesem Fundament deines Beckens heraus, den Oberkörper nach oben wachsen zu lassen. Gerne mit kleinen Bewegungen. Ja, stell dir vor, du verlängerst die Flanken nach oben. Die würden durch die Schultern nach oben weiter wachsen in den Raum über dir. Der Brustkorb hebt sich und der Abstand zwischen dem Brustkorb und dem Beckenraum wird weiter. Da ist Raum zu wachsen. Schwebe den Brustkorb zwischen den Schultern nach oben hoch. Jetzt komm hier an, hier oben, mit langen Flanken. Zieh die Ellenbogen hinter dir etwas näher, sodass die Schulterblätter sich annähern dadurch. Jetzt visualisiere die Schulterblätter, das sind so handgroße Knochenteller an deinem Rücken. Die haben eine untere Spitze, die laufen nach unten spitz zu. Und diese untere Spitze der Schulterblätter, die bitte ich dich jetzt in den Rücken hineinzusaugen. So als würdest du den Brustkorb aus seiner Rückseite heraus stützen. Schulterblätter schieben in den Rücken und diese unteren Spitzen tragen den Brustkorb von der hinteren, unteren Seite nach vorn hoch. Ja, aus der Rückseite hebst du den Brustkorb nach vorn hoch. Weitest den Abstand zwischen Schultern, Schlüsselbeinen und Brustbeinen. Schaffst Raum für das Herz. Und dann lass es hier atmen. Atme nach oben hoch in den Raum des Brustkorbs und denke dir leicht. Dann atme nach unten Richtung Erde und denk dir dort die Möglichkeit, dich zu verwurzeln und Halt zu finden. Aus dem Halt einatmen nach oben, leicht und lebendig werden im Raum des Brustkorbs. Jetzt stützt die linke Hand hinter dir gut auf, sodass du Halt findest. Dann kann die rechte Hand sich lösen. Bringe sie an den Hinterkopf und dann stell dir wieder ein Kissen vor, dieses Handkissen, in dem du den Kopf weich nach hinten integrierst. Ja, das ist kein Drücken gegen die Hand, das ist kein Widerstand. Die Hand fließt nach hinten mit. Wieder die Atmung nach vorn hochfließen lassen in den Raum des Brustkorbs. Mach ihn weit dabei, wenn du einatmest und entspann dich nach unten, wenn du ausatmest. Und jetzt beug dein vorderes Knie etwas weiter. Und da kannst du spüren, dass du umso weiter in diese Rückbeuge hineinschmilzt, je weiter dein Becken nach unten sinkt, desto leichter fällt dir die Rückbeuge. Erinnere dich daran, wo du dich wohlfühlst, wie weit du hier mitgehen möchtest. Ob die Atmung noch da ist. Wenn ja, dann schick sie hoch in den Brustkorb. Lass dein Herz atmen. Und beug dein Knie ein bisschen mehr, lehn dich weiter zurück. Manchmal geht der Blick dann hoch in die Welt, manchmal auch in den Raum hinter dir. Je nachdem, der Beckenboden schließt und von dort wächst du in diese Rückbeuge hoch. Du kannst hier bleiben, wenn du möchtest. Du kannst auch beide Hände an den Hinterkopf bringen
Oder wenn du noch aktiver sein möchtest, dann beide Arme nach hinten fließen lassen. Und dann diese gesamte Weite der Vorderseite atmen lassen. Und dann komm wieder zurück, bring die Hände an den Hinterkopf, richte dich langsam wieder auf, schieb das Becken etwas zurück, komm wieder hier oben an. Die Hände zurück auf dein Oberschenkel oder Knie. Mal dein Herz spüren, wie es jetzt pulsiert. Und dann komm mit den Händen zurück zur Erde unter dir und in den Hund nach hinten. Und dann genieß den Moment für dich, Momente des Bewegens und Verwöhnens, Momente des Atmens. Lass im Ausatmen dein Herz Richtung Erde schmelzen. Komm einatmend nach vorne in den hohen Liegestütz, ausatmend in die Bauchlage nach unten. Einatmend in die Rückbeuge, die Kobra oder den aufwärts schauenden Hund. Ausatmend wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmend dein linkes Bein nach oben. Ausatmend den Fuß nach vorn. Und bring dein rechtes Knie zur Erde. Gerne gepolstert, denn du weißt, dass wir einen Moment jetzt hier bleiben werden. Mach es für das Knie bequem. Hinteren Fuß aufstellen oder ablegen. Das ist ein kleiner Unterschied im Kniebereich. Bei einem von beiden fühlt sich dein Knie wohler und es ist bei jedem von uns anders, unterschiedlich. Gut, dann finde Halt. Drück den linken Fuß in die Erde und bring dann die Hände an deinen Oberschenkel oder an dein Knie und richte dich auf. Und wenn die nächste Ausatmung entsteht, dann lass ganz weich und satt dein Becken nach unten sinken. Und wenn die Einatmung kommt, dann schieb dein Becken etwas zurück. Mach das weiter in einem sehr, sehr schönen, lebendigen und harmonischen Fluss. Bekomm ein Gespür dafür, wie weit dein Becken eintauchen kann. Noch ein, zweimal bitte. Und dann komm wieder an, nicht ganz eingetaucht mit dem Becken, eher ein wenig zurück. Und bring die Hände an deine Hüfte. Und jetzt visualisiere dir diese zweigeteilte körperliche Erfahrung. Alles vom Raum des Beckens Richtung Erde, also Beckenbereich, Beckenboden, Beine und Füße. All das hat Halt, all das hat Integrität, um dich zu stützen und dir ein Fundament und eine Basis zu sein, auf der wir jetzt aufbauen können. Alles darüber darf lebendiger werden. Räkel dich nach oben hoch. Und stell dir vor, du hebst deine Flanken, du lässt sie weit werden, du hebst den Brustkorb. Das kannst du auch gerne mal mit den Händen unterstützen, die Hände an die seitlichen Rippen bringen und die Rippen nach oben heben. Und wirklich auch dieses Gefühl mitbekommen, wie weit du dich aufrichtest, wie weit der Brustkorb hochschwebt. Lass ihn hier oben, bring die Hände zurück an die Hüfte, an deine Basis. Entspann den Brustkorb, nutz die Einatmung, lass ihn von sich aus dem Inneren heraus nach oben schweben dürfen und nutz die Ausatmung, um wieder mit dem Boden nach unten verbunden zu sein. Und leg die Schultern locker ab, schweb mit dem Brustkorb zwischen den Schultern noch einmal hoch, wenn du einatmest. Und dann zieh die Ellenbogen hinter dir zueinander, zieh die Schulterblätter zueinander, sodass sie sich liebevoll berühren dürfen. Und dann visualisiere dir die unteren Spitzen der Schulterblätter, saug sie mehr und mehr in den Rücken, sodass die Rückseite des Brustkorbes nach innen geführt wird und die Vorderseite mit dem Brustbein sich nach vorn hoch orientiert. Der Brustbein hebt sich nach vorn hoch und das geschieht aus der Rückseite. Dort ist Halt, dort ist etwas, das dich trägt und stützt und von dieser Weite her, die in der Vorderseite entsteht, entsteht Raum für dein Herz. Lass es massiert werden von der Atmung. Jetzt stützt die rechte Hand gut am Beckenbereich auf.
Bring die linke Hand an den Hinterkopf. Und stell dir dieses Kissen vor, gegen das du den Kopf anlehnst nach hinten. Lehn dich etwas weiter zurück. Und heb gleichzeitig wieder dein Brustbein nach vorn hoch. Trag es in die Weite der Welt. Und nun beug dein vorderes Knie etwas tiefer. Das Becken sinkt tiefer und es fällt leichter, in diese Rückbeuge hineinzufließen. Und wieder, immer wieder aus den Schultern, Schulterblättern heraus dich nach oben tragen. Die Rückseite hat Kraft und Halt. Und die Vorderseite wird weit und kann sich der Welt öffnen. Wenn du etwas weitergehen möchtest, dann beug dein vorderes Knie nochmal weiter und lehn dich weicher zurück. Und lass es atmen, egal wo du jetzt bist, in welcher Position. Lass es für dich atmen, liebevoll und gütig. Und wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, dann finde noch einmal Halt im Beckenboden. Bring dann beide Hände an den Hinterkopf. Lass ihn tragen von den Händen. Und wenn du noch mehr in die maximale Variante gehen möchtest, dann streck die Arme nach hinten aus. Lass die Oberarme neben oder hinter die Ohren fließen. Und dann komm langsam wieder zurück, die Hände an den Kopf. Tragt ihn langsam zurück, heb dich hoch, vorderes Knie etwas mehr in die Streckung bringen, Becken zurückführen. Du bist aufgerichtet, dann bring die Hände zurück an dein Knie. Spür nach der Rückseite mit ihrer Kraft, der Vorderseite mit der Weite. Der Weite in dir im Raum des Herzens. Beobachte, wie es pulsiert. Und dann komm bitte zurück in den abwärts schauenden Hund. Nutz die Zeit für dich, für Bewegungen, die gut tun. Verwöhne dich. Komm dann einatmend in den Liegestütz, ausatmend in die Bauchlage nach unten. Und dann lande hier mit einem Handkissen für die Stirn oder die Wange der Wahl. Und lande. Atme ein in die Rückseite, fächer sie auf. Atme aus, entspann die Vorderseite zum Raum der Erde. Und dann winkel die Knie bitte an, dann zeigen die Füße Richtung Himmel. Beginn mit den Beinen nach rechts und links zu schaukeln. Schenkt dem Becken eine sehr sanfte, schöne, belebende Bewegung dadurch. Mach das noch ein, zwei Mal pro Seite. Und dann komm aus der Seite zur Mitte zurück, leg die Füße wieder zur Erde ab. Schüttel dein Becken ganz locker aus. Und wenn du das auch getan hast, dann lass es wieder ankommen. Stütz die Hände an den seitlichen unteren Rippen auf. Beginn ein letztes Mal von hier in die Rückbeuge. Das Becken einrollen, die Schultern zurückfließen lassen. Zieh die Hände Richtung Füße und zieh dich nach vorn hoch in die Welt. Atme ein und atme aus in den Hund. Einatmend, komm in den Katzenbuckel nach unten und den Pferderücken. Mach diese Sequenz weiter, Katze und Pferd. Komm neutral an mit einem neutral langen Rücken. Wander mit den Händen nach vorn und schenk dir die Möglichkeit, mit der Stirn Richtung Erde zu schmelzen. Lass auch dein Herzraum, dein Herzchakra
Richtung Erde schmelzen. Das ist durchaus auch ein Gefühl der Dankbarkeit. Dankbar, dass die Erde dir immer wieder Halt schenkt. Dass sie dich trägt und dir Kraft verleiht. Und so lass uns aus dieser Verneigung vor ihr zurückkommen in den Vierfüßler. Dann bring die Füße nach vorne und komm zum Sitzen. Und von hier auf die Unterarme hinter dir. Dann schieb zum einen die Fersen nach vorn, bring die Füße zueinander, tauch zum anderen in den Schulterbereich nach unten ein. Ganz weich, ganz sanft. Und jetzt hebt den Herzraum hoch in die Welt. Die Schultern gleiten zurück, die Schulterblätter ziehen aufeinander zu. Der Raum zwischen den Schultern und den Schlüsselbein wird weit. Der Kopf kann sich angenehm nach hinten anlehnen, soweit du das als gut empfindest. Atme nach oben ein, wird nach oben leicht. Atme aus, tauche in den Schulterbereich ein und führe dein Kinn Richtung Brustbein zurück. Einatmen, nach oben heben, die Schultern zurückfließen lassen, den Kopf anlehnen nach hinten. Ausatmen, zurückfließen nach unten. Mach das weiter. Matsya Kriya, die Atmung des Fischs. Auch hier noch zwei, drei Durchgänge, je nach Wunsch und Gefühl. Wenn du dann ankommst, dann leg dich bitte zur Erde zurück. Schieb immer noch die Fersen nach vorn. Wir tauchen einmal noch auf in einer Rückbeuge. In Matsyendrasana, in den Fisch. Bring dafür bitte die Hände unter dein Becken. Das kannst du gerne Schritt für Schritt machen, Seite für Seite. Eine Hand nach der anderen unter den Raum des Beckens ziehen, sodass du dein Gesäß aufsetzen kannst auf die Handrücken. Beginne auch die Ellenbogen mehr und mehr unter dem Rücken zueinander zu ziehen und die Schultern auswärts zu rotieren, sodass die Schulterblätter unter dem Rücken sich annähern können. Jetzt drück die Ellenbogen nach unten, heb dein Herz nach oben hoch. Dann löst sich der Oberkörper vom Boden, der Kopf gleitet etwas unter den Raum des Rückens oder Richtung Rückenraum. Und du kannst den Kopf aufsetzen am Hinterhaupt oder am Scheitel, je nach Wunsch. Drück dich nach unten, schweb mit dem Herz nach oben hoch und lass es atmen. Noch zwei, drei Atemzüge in dieser Weite und Fülle des Herzens. Dann gleite langsam wieder aus, leg dich in Ruhe zur Erde zurück. Dann bring die Arme wieder nach außen an die Ränder deiner Unterlage und nutze einen Moment und komm hier an, im Gespür, im Feingefühl deines Körpers. Wie fühlt sich die Vorderseite hier an?
Wie atmet sie? Entdeckt da im Einatmen Raum im Brustkorb, Raum, der den Brustkorb leicht macht. Die Einatmung lässt ihn leicht werden, leicht und weit. Und die Ausatmung führt ihn zurück, aus der Weite und Fülle zurück in einen Raum nach innen, in den Raum des Herzens. Breite die Arme zur Seite aus und stell die Füße auf. Und lass einfach für einen Moment die Knie nach rechts gleiten, beide Knie nach rechts. Dann komm wieder zurück zur Mitte und lass beide Knie ganz einfach nach links sinken. Und komm wieder zurück zur Mitte. Atme auf diesem Weg zur Mitte ein, atme aus. Die Knie nach rechts, der Kopf vielleicht nach links, wenn du das magst. Einatmen und wieder zurück. Ausatmen, Knie nach links und Kopf nach rechts. Und einatmen zurück. Mach das für dich in Ruhe weiter, sodass du dich mit diesen Bewegungen, die dich drehen, regenerierst im unteren Rückenbereich, dass du ganz wohlig und weich hineinfließen kannst in diese Form. Beim nächsten Mal, wenn du aus der linken Seite zurück in die Mitte gekommen bist, dann verweile dort. Und führ die Knie zu dir heran, zu Apanasana. Auch hier kannst du dich gerne ein wenig verwöhnen. Du merkst, der untere Rücken, er braucht ein bisschen Zeit noch, der braucht ein bisschen Bewegung und Massage. Dann gönn ihm diese Zeit. Das können Massagebewegungen sein, wenn du nach rechts und links schwingst. Und du kannst da relativ gut den Ort steuern, der massiert wird. Denn wenn du die Knie weiter nach vorn bringst, dann kommt diese Massage mehr zum Kreuzbeinbereich. Wenn du die Knie weiter zu dir heranführst, dann mehr in den Raum des unteren oder mittleren Rückens. Da kannst du punktgenau steuern, wo du massiert werden möchtest. Wenn du das Gefühl hast, da braucht es noch ein bisschen Lebendigkeit, dann feder ganz locker mit den Beinen. Und vielleicht hast du selber noch Ideen, was du jetzt brauchst, bevor wir nachher zum Sitz kommen und eine kleine Atemmeditation eintauchen werden. Dann gönn dir den Moment, gönn dir das, was du jetzt brauchst, das, was dich weiter verwöhnt, was dir wohltut. Und wenn du dann alles für dich gefunden hast und es dir gut geht, dann komm bitte hoch zum Sitzen.
bleiben jetzt einen Moment im Sitzen. Klassischerweise im Yoga ist das immer so ein Lotus-Sitz oder ein Schneidersitz. Das muss nicht so sein, du kannst auch die Füße aufstellen oder dich auf einen Stuhl setzen oder die Beine nach vorn bringen. Denn letztlich ist es für mich zumindest wichtiger, dass du dich wohlfühlst, dass es dir gut geht. Und das muss nicht immer eine bestimmte äußere Form sein, in der wir versuchen, uns da hineinzupressen. Manchmal sind auch Hilfsmittel gut. Wir hatten am Anfang diese gerollte Decke, die kannst du gerne nochmal aufgreifen. Und wenn du so einen Schneidersitz jetzt hast, wie ich ihn habe, also wenn einfach ganz locker die Schienbeine gekreuzt sind und du das Gefühl hast, du magst den Hüften etwas mehr Entspannung schenken, weil es vielleicht nicht ganz so bequem ist, dann nimm dir einfach diese Deckenrolle und bring sie von vorn um die Schienbeine herum und dann wickelt sie einmal um die Beine herum. Also die Decke, ich sag mal von der Seite, mal um die Beine herum wickeln. Und wenn du das machst, dann können die Knie wieder nach außen sinken und dann legen sich die Beine auf diese Deckenrolle und das ist oft ein gemütlicheres Gefühl. Also pass es für dich an, komm gemütlich an, fühl dich wohl dort, wo du bist und wie du bist. Und wenn du dieses Gefühl hast, dann schließ die Augen. Dann nimm erst einmal den Kontakt nach unten zum Boden auf. Spür, was du berührst. Und lass diese Berührungsflächen groß werden. Besonders die des Beckenraums. Lass es weicher und auch tiefer in die Unterlage sinken, sodass die Erde dich von unten trägt, dass sie dich auffängt. Und das macht sie für dich. Das macht sie dein ganzes Leben lang schon. Entspann dich in diesen Kontakt zur Erde. Und beobachte auch, ob du die Hüftgelenke und Beine entspannen kannst. Dann bring die Aufmerksamkeit vom Beckenraum nach oben in den Oberkörper. Und stell dir vor, dass der innere Abstand zwischen dem Beckenraum und dem Raum des Brustkorbs sich verlängert. Lass also zum einen das Becken nach unten sinken. Und beginn zum anderen den Raum des Beckens nach oben zu heben. Äußerlich würden sich die Flanken verlängern, der Oberkörper sich aufrichten und strecken. Und innerlich ist es dieses feine, neugierige Gefühl zu wachsen, Raum zu finden nach oben, Raum und Wachstum in die Welt. Wir hatten am Anfang diese Deckenrolle unter den Schulterblättern, als wir im Rücken diese Stunde im Liegen begonnen haben. Das kannst du dir auch vorstellen, dass da so diese imaginäre Deckenrolle am Bereich der Schulterblätter ist. Und mit diesem Gefühl, dass da eine Deckenrolle ist, kann der obere Rücken, die Brustwirbelsäule, sich ein bisschen mehr in den Rücken integrieren oder du den Hinterkopf weiter nach hinten anlehnen. Ohne es zu übertreiben. Es ist einfach nur dieses sanfte, kleine Gefühl, dass eine kleine Deckenrolle ist, die dich nach hinten in eine kleine Rückbeuge führt. Und so wie du das machst und nimm die Vorderseite wahr, die bekommt jetzt Weite und Länge. Also der Abstand zwischen dem Schambein und dem Brustbein weitet sich. Die Vorderseite ist sehr präsent. Viele vergleichen das mit einem Gefühl des Sich-Öffnens, besonders wenn die Schultern sich nach hinten anlehnen und auch der Raum zwischen den Schultern, den Schlüsselbeinen und dem Brustbein sich weitet. Leg die Schultern ganz locker ab auf dem Brustkorb und stell dir vor, er schwebt zwischen den Schultern hoch. Verlängere den Nackenbereich und entspann dein Gesicht. Finde in Summe ein gut aufgerichtetes, lebendiges Gefühl und sei entspannt und bequem. Und dann nimm wahr, wie die Atmung fließt. Du kannst dafür gerne das Chin Mudra nehmen.
also Daumen und Zeigefinger miteinander zu einem Bogen verbinden. Entweder die Handflächen auf die Knie legen oder nach oben in die Welt orientieren. Beobachte, wie du geatmet wirst. Du wirst geatmet. Das bedeutet, dass du die Atmung nicht kontrollieren oder verändern musst oder lenken musst. Denn sie kann dich atmen. Und oftmals fließt sie jetzt viel bewusster in den Raum des Brustkorbs. Denn hinter uns liegt eine Yoga-Praxis, die uns immer wieder in Rückbeugen führte. Rückbeugen, in denen wir physisch den Raum des Brustkorbs weiteten. Und sehr deutlich ist da immer noch die Atmung präsent, in dieser inneren Weite des Brustkorbs. Erfahr die Einatmung als etwas, das nach oben in diesen Raum des Brustkorbs hineinfließt. Und die Ausatmung als etwas, das nach unten in den Raum der Erde fließt. Als würde im Einatmen also der Brustkorb leicht werden, sich weiten und in dieser Leichtigkeit und Weite sich erheben. Und im Ausatmen wieder zurückfließen aus dieser Weite und Fülle zurück zum Raum des Herzens. Und dann die Ausatmung in den Raum des Beckens und den Raum der Erde fließen, um dich dort zu entspannen. Beobachte noch einmal, ob der Körper sich entspannen kann. Die Haut, die Muskulatur und die Gelenke. So dass du wirklich physisch durchlässig bist für die Atmung und es dich atmen kann. Und dann wird die Atmung ein sehr feines System. Fein und lebendig. Strömt jede Einatmung ganz fein, ganz lebendig hoch in den Brustkorb, fächert dort die Rippen auf, macht den Brustkorb weit. Das ist ein Gefühl des Ausdehnens, ein Wachsen in die Fülle, in die Weite. Mit jeder Einatmung. Diese Fülle, dieser Raum, der lässt den Brustkorb nicht nur weit werden, sondern leicht. Er schwebt in seiner Weite, in seiner Präsenz und Fülle hoch. Er trägt dein Herz in die Welt. Und dann wendet sich die Einatmung, wird zur Ausatmung. Und ein Weg entsteht, der dich von dieser Fülle und Weite
wieder zurückbringt zu einem Weg, einem Punkt nach innen. Das ist physisch. Der Brustkorb fließt zurück. Die Rippen kommen wieder zurück. Der Brustkorb sinkt dabei nach unten. Und die Ausatmung strömt aus ihm heraus, symbolisch auch nach unten, in dein Becken, das sich erdet, in den Raum unter dir, der dir Halt gibt. Halt, in den du dich entspannen kannst. Nach unten ausatmen. Alle Anstrengung, alle Spannung, alles, was es nicht mehr braucht, an die Erde ausatmen. Und von dort unten, dort wendet sich die Atmung, wird wieder zur Einatmung, die nach oben in den Raum des Brustkorbs auftaucht, die dem Herz Weite schenkt, dem Brustkorb Fülle und Leichtigkeit und Freiheit. Und da wieder dieses Umkehren aus der Einatmung, aus der Fülle, Umkehren zur Ausatmung. Ein Loslassen dieser Weite, ein entspannter Weg zurück zur Mitte und zur Erde zurück nach unten. Es gibt auch ein sehr schönes Mantra für Anahata, für das Herzchakra. Es ist ein ganz einfaches Mantra aus zwei Worten. Im Sanskrit, im Originaltext, lauten sie Soham. Übersetzt wird es oft mit Ich bin oder Ich bin es. Lass uns dieses Mantra in diese Atemmeditation integrieren. Und immer wenn die Einatmung nach oben in den Raum des Herzens fließt, das Herz in dieser Fülle weit wird und Raum bekommt, dann denkt dir das Wort so. Und wenn die Ausatmung entsteht, dieser entspannte Weg wieder zurück, zurück auf den Weg nach unten zur Erde, dann denkt das Wort Ham. So, Ham. Oder auf Deutsch, ich bin.
möchtest, dann bring eine oder zwei Hände zum Herzen. Um zu spüren, wie es geatmet wird. Um zu spüren, wie es in dieser Weite des Brustraums schlägt und pulsiert. Soham. Ich bin. Ich bin es. Und da erkennen wir die Bedeutung des Herzens. Nicht nur, dass es der Motor des Blutkreislaufs ist. Es ist das Organ, das dich seit dem Beginn vor deiner Geburt durch das Leben trägt. Wir waren im Mutterleib nicht mal wirklich als Mensch erkennbar. Wir waren nicht mehr als zelluläre Verbindungen. Da haben sich die ersten Zellen ausdifferenziert, haben sich vereint und zu pulsieren begonnen. Und seit jeder Zeit pulsiert dein Herz auf dem Lebensweg, den du gehst. Soham, ich bin es. Das sagt das Herz. Und zum anderen erfahren wir auch die Qualität, die das Herz mit sich trägt. Wir verbinden das immer mit etwas Positivem. Vielleicht ist das für dich Liebe oder Güte oder Mitgefühl und Empathie oder ein Zustand der Anerkennung. Vielleicht hast du etwas ganz Eigenes, das du mit der positiven Qualität des Herzens verbindest. Ich bin es, sagt das Herz. Ich bin es in all diesen Qualitäten. Und jene sind nach innen orientiert. Zu dir selbst, um dich, so wie du bist, anzunehmen, mit all dem, was dein Herz an Güte und Empathie und Mitgefühl dir gegenüberbringt und Liebe. In welchen Gefühlen und Qualitäten du dich annehmen kannst. Aber es ist sogar noch mehr. Gerade auch in Zeiten der Krise und in schwierigen Momenten, in Zeiten, die uns herausfordern, es ist auch wichtig, ein offenes Herz für die Mitmenschen zu haben. Für ihre Sorgen und Nöte und das, was sie brauchen. Hilfe oder ein offenes Ohr oder ein Wort des Zuspruchs. Und Anna Hatta ist nicht nur nach innen orientiert, sondern auch besonders in die äußere Welt, in die soziale Welt, die uns umgibt. Und ich wünsche dir auch am Ende dieser gemeinsamen Yoga-Praxis, dass du nicht nur für dich ein offenes Herz hast, sondern auch für die Bedürfnisse und Wünsche und Sorgen und Nöte deiner Mitmenschen. Gerade in Zeiten, in denen wir jetzt sind, ist das, finde ich, ganz wichtig. So, lass uns mit dieser Intention diese Stunde beenden und bring die Hände bitte vor der Weite des Herzens zueinander, sodass die Hände sich berühren können. Dann spür auch in dieser Berührung
all die Liebe, all die Nähe zu dir selbst. Aber auch zur Welt, denn wenn das nächste Mal die Einatmung kommt, dann öffne bitte die Arme, breite sie aus in die Welt, heb die Arme nach oben hoch. Und wenn du ausatmest, dann bring die Hände wieder zueinander, vor die Stirn, vor den Mund und zurück zur Weite des Herzens. Noch einmal bitte einatmend die Arme vom Herzen in die Welt öffnen, die Welt umarmen auf dieser symbolischen Ebene und ausatmend wieder zum Raum des Herzens zurückkommen. Wenn du magst, dann verbeug dich vor ihm, vor dem Herz, das für dich da ist, das dich annimmt, wie du bist. Und dann, wenn du dich aufrichtest, dann komm wieder in diese äußere Welt zurück. Öffne liebevoll und sanft die Augen. Und ich danke dir von Herzen, dass du mich durch diese Stunde begleitet hast und dir die Zeit dafür schenktest. Namaste.